Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind wieder hier im Lager, endlich mal wieder. Und okay, Mikrofon passt. Ja, und es geht weiter. Und zwar mit... Achso, ja, erstmal ins Bett gehen, genau. Das macht Sinn, erstmal ins Bett gehen. Und dann würde ich gerne... ich will doch lieber erst gerne zur Talantenne gehen und dort weitermachen. Aber es gibt eine Neuigkeit, ich habe mich nämlich dazu entschieden... Oh ne, da muss ich ja gar nicht... So, kann ich das umhangen. Wie das Dach von dem Bauernhaus aussehen soll. Da habe ich mir was Schönes ausgedacht. Ja, Elefant, ich... Langsam nervt er eben auch. Ach, da ist er. Ja, okay, gut. Ich packe mal Sand ein. Apropos Sand einpacken, ihm befehlt auch ein. Ich muss... Ist das alles an Sand? Nee, wir hatten doch noch mehr. Nur ist an Stein. Das Grampel, da ist Erde drin, okay. Da ist noch Sand drin, ja. Nee. So, ein bisschen Sand weg, weil ich nämlich auch noch ein bisschen Sand abbauen muss. Ich habe nämlich, das abseits der Aufnahme, die im Übrigen auch läuft, ja, der Kontrollblick auf den linken Bildschirm sagt mir das, sehr gut, abseits der Aufnahme habe ich mich hier mal ein wenig umgesehen, wo ich denn noch was machen muss und habe da auch einiges gefunden. Na, mein Tochter. So, es ist doch noch ein bisschen mehr als gedacht, aber ich muss hier zum Beispiel auch wieder was wegnehmen. Keine Ahnung, wie das kam. Also das war eben irgendwie mit dem Zauberstab ein bisschen zu viel. Hier, das ist alles viel zu hoch. Aber guck mal, dass da vorne passt. Ja, dann machen wir mal so hier weg. Ist das okay? Ich weiß nicht. Mein Plan war eigentlich, das irgendwie so zu machen. Denn man sieht ja hier diese Büsche, ja, die sind... Boah, sogar der auch noch. Okay, jetzt ist der andere kaputt gegangen, habe ich gerade gesehen. Nee, oder doch nicht? Nö, der ist doch nicht kaputt gegangen. Ich dachte, der wäre runtergefallen und kaputt gegangen. Oder er hat sich gleich wieder selbst angepflanzt. Das könnte natürlich auch sein. So, machen wir erstmal das hier weg. Einfach nur das Gelände ein bisschen schöner machen, ein bisschen angleichen. So, da muss man ja vorsichtig sein hier. Mit dem Gerät hier, mit der Schaufel. Ja, komm, machen wir es so noch. So. Ja, ich glaube, das passt hier so. Dann will ich da mal... So. Ja, nur nicht zu viel jetzt. So. Oh, das ist aber definitiv zu viel hier. So, das soll wieder rein. Okay, so, dann wollen wir mal hier... So ein wenig eine Kante ziehen. Und das da drin auslegen. So. Aber, ja, lieber ohne Zauberstab jetzt. Das dauert natürlich länger. Aber dafür wird auch kein Mist gemacht. Nicht, dass ich da wieder was wegmachen muss. Das will ich gerne vermeiden. So, das. Da noch ein Loch und da noch eins, so. Und da auch noch. Ja, doch, da muss noch ein bisschen was hin. Ja, ja. Ja, da vorne auch noch. Machen wir erstmal hier noch ein bisschen. Ja, obwohl das hier passt das eigentlich. So, da noch. Natürlich muss ich in das Loch fallen, ist klar. Kann ich einfach drüber springen. So, hier noch. Und dann schauen wir mal. Ja, das passt auch nicht so ganz. Und ich will auch gerne so diese Stufen da vermeiden, diese Reisterrassen. Denn das sieht ja nicht natürlich aus. Nee, ich will hier nur eins haben. So. Ja, da muss aber natürlich noch was hin.
So, dann haben wir nämlich diese Ecke hier auch fertig. So, noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Ja, da muss noch ein bisschen was drauf hier. Aber nicht mehr allzu viel. Hier noch. Ich muss ja nicht mehr so weit nach vorne ziehen jetzt. Okay, so. Füllen wir da noch ein bisschen auf. Ah, das ist schön, dass der Sand einfach so runterfällt. Das ist ja wirklich passend hier. Okay, was machen wir denn hier? Ich glaube, wir können das so lassen. Das wirkt ein bisschen klotzig hier. Oh ja, doch. Machen wir mit der Schaufel was weg. Ach ja, dann ist mir da vorne ja auch noch was aufgefallen. Moment. Ja, ich glaube, das ist okay so. Da vorne. Aber, ach so, ja, hier, da. Das ist ja noch hier. Genau, richtig. Da muss noch was hin. Und essen muss ich auch was. So, die Schaufel kann eigentlich wieder weg hier. War ja nur für das Stück hier links. Ja, und hier, ach, das würde ich sagen, können wir lassen. Bis da vorne, das sieht noch doof aus hier. Ja, und ab hier muss man natürlich noch was machen. Okay, dann bleiben wir aber erstmal da hinten. Machen da hinten alles fertig, sodass wir so abschnittsweise einfach mal wirklich alles fertig machen können und abschließen. Und auch abhaken können im Geiste. So, das wäre dann diese Ecke hier. Ich mach mal hier ein bisschen was hin. So, denn das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch. Das sieht nicht gut aus. Ja, gut, was will ich machen? Da könnte ich aber auch noch ein bisschen Erde dahin machen. So, so. Da noch was, da noch was. Das gefällt mir aber auch nicht hier so. Komm, das machen wir noch zu. So, auf diese Weise soll es wohl gehen. Damit bin ich zufrieden. Nee, ich will mich hier noch nicht einbauen. Moment, warte mal. Ja, das sieht aber schon gleich viel besser aus hier. So, Moment. Haben wir auch gleich. So, ein bisschen hoch. Darf das ja sein? Ja, aber das sieht doch schon viel besser aus hier, genau. Da machen wir noch was hin. So, okay, ich würde sagen, das kann man so lassen. Dann schauen wir mal nach da vorne, hinten. Ah, doch, hier, da. Direkt bei den Bäumen nicht, aber hier dann. Ja, hier. Da können wir aber auch relativ schnell das abfallend machen. Relativ steil dann. Nee, mit dem Zauberstab arbeiten ist hier keine gute Idee. So. Ich mache mal einfach hier diese drei jetzt hier. Warum ist denn hier noch so eine riesen Kante? Ja, das muss ja nicht sein. Das darf ruhig ein bisschen mehr abfallen hier. Also die Idee war ja schon, das etwas weiter auslaufen zu lassen, weil es sonst einfach doof aussieht. Ja, stimmt auch, aber wir haben drüben auch größere oder steilere Abhänge hier, da drüben in der Ecke da. Von daher kann man das hier auch machen. So, da noch ein bisschen was hin.
so eine Spur gezogen. Da macht eigentlich wenig Sinn. So, aber hier muss noch ein bisschen was rein. Na, so. Ja, ach, es wird auch Nacht wieder. Okay, gut, dann fange ich mal hier oben an. Leg hier mal ein bisschen Sand hin. Das ist ja hier alles eine Gerade. Da kann das auch so gerade bleiben. Wir haben hinten leider noch ein ziemlich großes Stück übrig. Wo wir noch was machen müssen. Aber okay, jetzt machen wir erstmal hier vorne herum alles fertig. Damit wir die Dinge eben so nach und nach abhaken können. Ja, ich muss mich gleich hinlegen. Na, dann mache ich das doch jetzt mal. Ja. So, zack, ab ins Bett. Und später geht's ans Hausdach. Ja, von dem Bauernhaus. Da freue ich mich schon drauf. Hoffentlich weiß ich dann auch noch, wie ich das machen wollte. Aber doch, ich meine schon. So, na, das hier. Ich mache jetzt mal einfach nur bis hier hin. Das sieht ansonsten schon mal recht gut aus. Aber noch nicht gut genug. Muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ja, okay. So. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier nochmal was. Oder? Hier einfach nur. Und das dürfte genügen hier. Ja, doch, das genügt hier. So, ein bisschen uneben darf das ja auch sein. Dann, ja, Nee, also das will ich jetzt natürlich auch nicht, dass hier noch... jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, dass hier noch oben Sandstein rausguckt. Beziehungsweise, dass hier noch alles gerade ist. Da muss schon eine kleine Lücke mal sein. So, den haue ich da einfach mal weg hier. Noch ein bisschen tiefer. Ja, okay. Und dann muss ich da wieder Sandstein weghauen. Ja, okay. Oh, da muss ich, ja doch, ein bisschen Sandstein weg, aber dann immer noch wieder mehr Sand hinlegen. Ja, gut. Ich mach mal hier weiter. Aber so eine lustige Sandsteinbank hier. Aber je mehr ich jetzt hier noch weghaue, desto weniger Sand muss ich hinlegen, weil wir die Schräge ja dann schon haben. Ja, so, genau. Da noch einer weg. Da könnte ich sogar das hier noch machen. Das darf ruhig so bleiben. Hier auch noch eine kleine Unregelmäßigkeit. Wie wäre es denn damit? Und dann machen wir hier noch Sand hin. Hier unten. Ich ziehe die einfach mal so Reihe für Reihe hin. Achso, war schon voll die Reihe. Okay, dann mache ich noch mal eine. Okay, sehr gut. Der Busch wird jetzt angebaut. Ja, der muss dann weg. Nutzt alles nix. So. So, wie sieht das aus? Kann man das so lassen, so ungefähr? Ja, doch. Hier muss aber noch was hin. So ein kleiner Anschluss da vorne, eben hier in diese Ecke. Wo ist eigentlich das? Ah ja, hier, da ist das. Wo wir mal was abgebaut haben, schon vor Ewigkeiten. Das könnte man eigentlich auch ein bisschen zumachen wieder.
Andererseits, warum eigentlich nur? Mich stört's ja so nicht. Ja, das ist okay. Ich denke mal, das kann man so lassen. Das sieht meiner Meinung nach schon ein bisschen künstlich aus, könnte aber auch irgendwie natürlich sein. Es sei denn, wir verteilen da nochmal so ein bisschen Sand drauf. Hier mal an ein paar so Stellen, wo Sand hingeweht wurde. Und ich muss schon wieder essen. Ja, Sandschaufeln macht eben hungrig. Wie viel Sand haben wir denn noch? Ja, ach genug, da oben ist auch noch was. So, machen wir das Bett eben weg hier. Und das passt aber jetzt auch wieder nicht. So, naja gut. Hier könnte man noch sowas hinlegen. Zack. So, einfach noch für mehr Unregelmäßigkeit sorgen.